da sind wir jetzt also auf Eislevel und da ist der Spielereingang. Da ist normalerweise für uns, Lukas, absolut tabu. Da darf niemand rein, aber heute gibt es eine Ausnahme. Eine exklusive Führung für dich, aber auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer daheim, weil da innen wartet auf uns quasi unseren Türöffner, der Ludovic Weber nämlich. Und wir können hier mal den Gang nehmen, bitte, Lukas. Wenn wir hier den Gang hinterlaufen, dann sehen wir hier auf der linken Seite alle Meistertitel von der ZSC Lions. Da hast du auch noch ein paar schöne Erinnerungen, oder? An einen oder anderen. Ja, ich sehe da gerade 2018 Lugano. Schöne Zeit gewesen, ja. 2001 habe ich noch im Fernsehen gesehen, war noch zu jung gewesen, aber ein schönes Jahr gewesen. Und da steht er jetzt also, der Ludovic Weber. Danke, nimmst du dir Zeit für uns, für die Führung. Ludovic, als erstes die Frage. Vor 2 Wochen verletzt in der Nationalmannschaftspause. Teil aber ist von den Adduktoren. Das klingt wahnsinnig schmerzhaft. Wie geht es dir? Ja, es geht viel besser. Kann ich schon Physio anfangen und die Straße zum Recovery zu nehmen. Was ist jetzt schmerzhafter im Moment? Die Verletzung oder dass du jetzt in dieser heissen Phase der Meisterschaft nicht kannst dabei sein auf dem Eis? Ja, sicher der zweite. Ich glaube, es ist immer schwierig, zum einfach den Kollegen zuschauen und nicht viel machen können. Jetzt sind wir natürlich gespannt, der Lukas und ich, wir sind zuerst mal hier unten, weil hier dürfen wir ja normalerweise nicht rein. Wo sind wir jetzt hier gerade? Was passiert hier innen in diesem Raum? Ja, also das ist einfach unser Umkleidezimmer. Das erste Zimmer, wo sind wir am Morgen. Einfach alle Kasten, um unsere Privatsachen rein zu tun. Und nachher gehen wir in den Garderobe rein. Du kannst uns vielleicht schon mal mitnehmen, Lukas. Die Strassenkleider, die bleiben hier. Ist das etwas, was du auch kennst, was es auch gegeben hat im Hallenstadion früher? Ja, es hat es gegeben. Es war ein bisschen kleiner gewesen. Ist vor allem wegen der Schuhe, oder? Wenn man Steine dran hat und die Garderobe reinbringt, ist das nicht super. Dann ist der Schliff kaputt und das will natürlich niemand. Darum bleiben die Kleider respektive eben die Schuhe da und dann können wir hier um die Ecke, Ludovic, und da kommt jetzt wirklich so zu daheim von euch. Wenn du in die Garderobe reinlaufst, was sind normalerweise die Gedanken, die hast du? Jetzt im Moment ist einfach immer, weil das ist unsere erste Saison da in diesem neuen Zimmer und immer wenn du reinlaufst, siehst du, schön aus und bist einfach zufrieden, um da zu sein. Kannst du uns schnell mitnehmen an deinen Platz? Goalies brauchen immer besonders viel Platz, oder Lukas? Ja, man sieht es, da ist immer ein grösserer Platz. Ja. Also wirklich wunderschön. Ich bin jetzt auch das erste Mal hier nach dem Rohbau. Traumhaft. Ihr seid hier in der Mitte. Häufig haben Goalies einen Eckenplatz. Links und rechts von dir, der Patrick Gehring, der Captain, der Janik Weber. Hast du auswählen, an wem du hocken möchtest? Oder hast du einfach den nehmen? Nein, es ist einfach so ein Gespräch von Materialwart und Coach. Ich glaube, am Anfang der Saison. Und einfach das Gegenteil von mir ist der Rubi da. Und ich kann hier schnell schauen, er ist wirklich gerade vis-à-vis. Er hat hier eigentlich Augenkontakt in der Garderobe. Ja, genau. Und ist noch näher, zum ein bisschen miteinander reden und ein bisschen schauen, was passiert dort auf dem Feld. Wenn du jetzt hier innen bist, Lukas, und vergleichst an deine Garderobe, wo du warst, was symbolisiert eine Garderobe für einen Spieler? Was bedeutet es? Ja, sehr viel, oder? Das ist das erste Mal, wo der ZSC eine eigene Garderobe hat. Ich musste nach dem Spiel noch packen, die Sachen retour bringen, Trainingshalle. Jetzt können sie es da lassen, den Shake da nehmen und dann von da aus heimgehen. Ist natürlich mega. Der Shake Dolo und die Früchte, Ludovic, kannst du uns vielleicht schnell sagen? Mir fallen natürlich sofort auf, herrlich schön arrangiert aus. Ist das immer so, vor jedem Spiel? Ja, das ist unser Teamchef. Er macht es immer gerne vor einem Match, um Früchte ein bisschen präparieren. Und es macht immer Spass, wenn du in der Garderobe vor dem Spiel und siehst die schöne Fruchtsalat. Du sagst, den Fruchtsalat gibt es immer. Gibt es Regeln hier drin, die gelten, für alle gelten und die wirklich sakrosankt sind? So Regeln, ja, gibt es ein paar. Zum Beispiel kein Handy in der Garderobe oder so. Nur der DJ kann einfach sein Handy mitnehmen. Und sonst immer ein
sauberen Platz machen und so. Wer ist momentan DJ? DJ haben wir ein paar. Haben wir den Chris Baltisberger, der macht viel vor dem Match. Der Christian Marti auch. Und während dem Training ist immer der Webby, der Musik nimmt. Dann gehen wir vielleicht hier wieder raus, nachdem wir einen wunderbaren Einblick bekommen haben, zum Chillen nachher. Seid ihr nicht hier nach dem Match, doch können wir vielleicht mal einen Augenschein nehmen. Da habt ihr auch noch einen speziellen Raum, oder, da draußen. Ja, genau. Schauen, dass hier alle mitkommen. Kannst du uns vielleicht schnell gerade beschreiben, Ludovic, was passiert hier draußen um die Ecke? Da? Ja, da ist einfach unsere Lounge, wo am Morgen einfach vor sind wir parat für ein Meeting oder so. Es ist einfach ein kleines Gespräch über alles, was passiert in der Welt, mit dem Kaffee und ja, ein bisschen Geschichten erzählen von jedem. Okay, ist eine gute Zeit da. Wenn du jetzt so einen Augenschein hast können, Lukas, wieder mal ein bisschen Garderobenluft hast können schnuppern, was fällt dir vor allem auf die Unge? Ja, Grösse. Also wenn man da die Bar sieht und die Sofas im Hallenstadion oder in der Trainingshalle, war das nur ein Sofa, wo wir uns immer gestritten haben, wer darf drauf hocken. Und wenn man das sieht mit der Kaffeemaschine, mit dem Bildschirm da, wo noch irgendwie NHL läuft gerade momentan, also es ist schon sehr schön zum Schauen. Sehr schönes Zuhause. Danke vielmals. Ludovic, hast du uns den Einblick gegeben? Ich lasse euch mal an die Kaffeemaschine über. Dann könnt ihr noch einen Moment genießen und machen hier weiter, wenn das für euch okay ist. Für Ludovic Weber ist die Saison zu Ende oder zumindest für einen Moment zu Ende. Er ist nach wie vor verletzt. Er ist längstens nicht der einzige Spieler, Prominentspieler bei der ZSC Lions, der momentan nicht mittun kann. Auf dieser verletzten Liste ebenfalls der Dennis Hollestell oder der Sven Andrighetto. Und seit 10 Tagen steht dort auch der Phil Baltisberger drauf.